Hallo zurück hier beim Abonnenten-Special Teil 2. Servus. Grüß euch. Servus. Naja, wer ist denn da an der Leitung? In der Leitung. Teil 2 gönne ich mir dann einmal. Also jetzt sind wir vollständig. Ja, der liebe Shogi, der ist jetzt auch dabei und der kann jetzt gleich mal das vorlesen, was der sagt. Zu Mr. Pokémons Haus ist es noch ein ganzes Stück. Ja, dann gehen wir mal zu. Ich glaube, Pokéball wird man uns kaufen. Ja, Pokéball müssen wir uns kaufen. Pokémons Haus? Ist das der Sammler, dieser Pokémon? Ja, irgendwie sowas. Wir spielen ja Gold. Ja, Gold. Habe ich noch nie gespielt. Ja, gut, gell? Aber. Ja. Oh, gibt's kein Pokéball. Es gibt kein Pokéball. Weil wir haben in der letzten. Tschüss. Vierte. Wir haben in der letzten Folge nämlich unser Start-Pokémon gewählt, den Amiibo aus. Ja, mehr oder weniger. Das Amiibo haben wir verlost und unseren Namen haben wir bestimmt. Ja. Hast du gesehen, wie wir heißen? Nein. Ja, dann ja, schauen wir mal schnell. Ah. Da lacht der Shogi. Kommt dir das irgendwo bekannt vor? Ja, ihr seid zwar die Nachmacher, das ist mein Name, den ich immer nehme. Das ist mein Standardname für alle Spiele. Ach so, okay. Ah, oh, steckt Bier in Itemtasche. Gehen wir mal da rein, oder? Ja, genau. Ich glaube, das ist der Mr. Pokémon. Du weißt, dass Pokémon-Bären fressen. What the fuck? Was war das jetzt? Ich bin der Pokémon-Bär. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Beere. Super. Shotgun hinter, du bist einfach klasse. Steckt Beere in Tasche. Suche in Bäumen nach Beeren, sie fallen einfach herunter. Toll, gell? Ja. Problembeeren. Also, was wir jetzt geplant haben, das ist die zweite Folge zum Pokémon Let's Play, das wir vielleicht spielen, vielleicht auch nicht. Schauen wir einfach mal, was wir Lust haben. Und da ist tatsächlich ein Taubsi, das haben wir noch nie gesehen. Nee. Oh, Level 2. Level 2 ist ja mini. Der Barzi. Der Barzi, gell? Der Bart, der sie. Das gefällt dir. Ja, wir haben gedacht, wir sollen unsere Pokémon halt schön benennen. Nach die Abonnenten benennen. Was sagst du dazu? Mega, super. Dann ist der richtige Special heute auch. Ja, genau. Und wenn wir das halt ein bisschen weiterführen, das glaube ich, wird nicht so verkehrt, weil vielleicht auch neue Leute, die halt auch uns immer gern zuschauen, vielleicht einmal verewigt werden dort. Genau. Also ruhig einfach mal einen Kommentar da lassen und ihr werdet als nächstes Pokémon benannt. Müsst ihr Glück haben, dass ihr kein Raupi oder sowas seid. Und das Pokémon ist ein Feuer-Pokémon, was ich gewählt habe. Ja, das war es. Von Mr. Pokémon. Immer geradeaus, okay. Ja, geh geradeaus. Ja, nicht geradeaus. Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne, gut. Also wir haben das Feuer-Pokémon gewählt. Und mal schauen, ob das gut ist oder nicht. Das sehen wir mal. Du hast es ja noch nie gespielt, Gold und Silber, oder? Nein, habe ich noch gar nicht. Also ja. Ich hab Gelb gespielt und Blau. Okay. Raupi. Raupi Nimmersatt. Das bedeutet eigentlich, alles, was wir da spielen, ist für dich Neuland. Ja. Cool. So wie alle anderen Spiele, die wir spielen. Der Barzi entwickelt sich zu... Warte mal, Rauchwolke, das haben wir erst letzte Folge neu bekommen. Wir schauen mal, was das kann. Gegner Raupis Genauigkeit sinkt. Ah, okay, dass er mich nicht trifft eigentlich, ist das. Ja, aber... Das bringt ja nichts. Ich habe, glaube ich, früher, wie ich Pokémon gespielt habe, nie die ganzen Dings. Ja, manche sind schon echt gut. Oh, voll der Fascher hier. Wenn du 100 Mal Härtner machst, weil der... Dein Ding, wie heißt das Viech? Safcon. Dein Safcon, nichts Kokuna. Anderes. Kokuna, Safcon und Kokuna. Weil wir nichts anderes kennen. Oh, oh, geil. Hoffentlich kriegt er ein neues Item. Entwicklung. Na, freust du dich eigentlich schon auf das Pokémon Let's Play, Let's Zock, was auch immer? Ja, schon. Eigentlich schon, gell? Pokémon gern gespielt. Ja, eigentlich schon. Da ist, da ist wieder ein Obstbaum. Hey, das ist eine Gurken. Gegengiftsbeere. Ja, also ich lese da bloß Gurkengift. Das ist ein neues Pokémon, Gurken. Gegen Gurken. Nein. Soll Zerschneider? Ho! Nein, Zerschneider bin ich noch nicht. Den liest jetzt der General. Hallo, du musst A sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Prof. Lind soll das hier untersuchen. Er hält Rätselei. Rätselei, geil. Ich weiß ein Rätsel. Die haben
Was, du hast auch so ein Rätselei? Ja. Ein blaues Rätselei. In Basis-Items. Ich kenne ein Paar, das ein Pokémon in Pension hat. Leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Super. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Eine Koryphäe. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ja, ja. Das ist der Professor Eich, Shai, da. Ich gehe davon den ersten Augen. Dass Professor Lind mehr darüber weiß. Oh, ich muss den sprechen. Den habe ich alles mal gesprochen. Ja, nein, das ist der Shogi. Shogi darf das. Okay. Aha, da bist du also. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich habe eine lange Leitung. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich halte das etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon? Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon ewig lange Monologe machst. Ja, liebevoll und umsichtig umsorgt. Ah. Ja. Du scheinst zuverlässig. Ja. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Ja, super. Ja. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen hat. Ja, bla, bla, bla. Ja, ja. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ah, er hält Pokédex. Ja, super. Ja, vorherstellige Pokédex wissen wir. Ich bin schon zu lange her. Ich muss nach Ducati. Ja, genau. Zu meiner Radioshow. Mhm. Ah, ich zähle auf dich. Krass. Gut, was müssen wir jetzt machen? Das Ei zurückbringen. Ja, den kannst du widersprechen. Gehst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du sollst jetzt eine kurze Pause einlegen. Ja, haben wir kalt geworden. Ich bin auf dich angewiesen, sagt er. Ja, gut, geh mal. Gut. Was ist denn eigentlich, wenn ich da hinten in den Laserstrahl lege? Das ist ein Teppich. Das ist ein Laserstrahl, das ist ein Teppich. Okay, ich hatte immer gemeint, das ist ein Laserstrahl. Du bist nie hingegangen. Oh, oh, ich wäre angegriffen. Ja, nimm ab. Hallo? Ah, es nein, ist eine Katastrophe. Wir hat den immer... Nein, ich hab den gesprochen. Hallo? Ah, es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Ah, oh nein. Bitte komm hierher zurück. Klick. Klick. Ja, was ist denn eine Katastrophe? Es ist eine Sätze, als ob wir Eva gehabt hätten, dahin zu gehen. Tja. Ich glaub, das Ganze ist schlimmste passiert. Ja, ich glaub's auch. Ein Raupi. Los, der Bazi. Der Bazi. Also aber wir haben gar keine Pokébälle, oder wie? Nein, wir haben noch keine Pokébälle, wir haben nur nicht unseren Gegner getroffen. Stell dir vor. Also den Gegner, weißt du? Den Endgegner. Nein, den Endgegner. Es gibt da immer so... Eine BBB. Nein, es gibt halt immer einen Kontrahenten. Ja, ja. Ihr Kontrahent kann nicht so heißen wie sie. Ich glaube, die machen das. Das ist Konzept. Das geht nur bis Pokémon Diamant. Ja. Was meinst du jetzt, Pokémon Diamant? Nein, ich meine, dieses Konzept mit Gegenspieler und ja, ist ja klar. Will der allerbeste sein. Wie keiner vor mir war, oder? Ja, genau. Andere, die haben ja die ganze in der Arbeit. Wenn ich in die Arbeit gehe, wenn ich mich Uzi erkenne, ich will der allerbeste sein. Ja, genau. Das ist ja deine Philosophie, ja, oder? Ja, manche lernen ja ihre ganze Lebensentstellung auf Videospiel-Texten basieren und, ja, ja. Und ja, Serientexten. Ja. Ja, ich weiß schon, ob du da anspielst. Boah, das war voll treffend. Boah, das war geil. Der Bart ist beim super, mal, ja. Beim letzten Mal hat der Dings, der Tadl, einen geilen Tweet gepostet. Jetzt geh mal zu, dass, nicht durchs Gras die ganze Zeit. Doch, dann wird mein Pokémon gut. Er hat gepostet, dass er Digimon anschaut und dass gerade der Meramon vom Mount View runtergleitet auf das Yokomon-Dorf. Das nochmal heilen, oder? Mhm. Bei mir haben Pussy-Mode von. Wir spielen das Ganze ja auf leicht. Ja, ja. Übrigens braucht ihr euch nicht wundern,
wegen meiner etwas tieferen Stimme. Ich habe noch nicht so viel Stoffe. Ach so, bist du jetzt gerade erst heimgekommen? Gerade ist 4 Uhr. Nein, nicht gerade jetzt erst, aber um 9 Uhr bin ich heimgekommen. Okay. Um 9 Uhr in der Früh. Oh, was ist da los? Ui, wer ist das? Den darfst jetzt du sprechen, aber so eine gemeine Stimme. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Sehr gemein. Tu dich mal bemühen. So richtig brutal. Welch eine Verschwendung hier ein. Ein Schwächling. Die gleiche Stimme weiterspielen. Ey, dann nimmst du mir die ganze Seriosität aus. Ja, okay, jetzt bin ich start. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Oh. Let's battle. Oh, jetzt unser erster Battle. Let's fats. Oh. Fragezeichen. Der war auch einer, erfolgreich. Kanimani. Wasser-Pokémon. Level 5, von mir ist einer schon Level 7. Ja, gut. Detektor. Ja, machen fertig. Oh oh. Kratzer. Kratzer ist stark. Alter Schwede. Volltreffer. Aber die NPCs machen immer mit diesen. Machen ab und zu ein paar einen Kack. Und wieso machst du Rauch heute? Ja, damit er nicht treffen kann. Genauigkeit sinkt. Ja, und wer trifft? Scheiße. Ja, ich habe ja nur eine Beere, oder? Weil in der letzten Folge bin ich ja sogar vor einer Beere geheilt worden. Ja, ja. Ja. Und ich habe ja noch einen Trank, habe ich auch noch. Sixt? Und? Und wer hat recht gehabt? Eben aus Konfusion sich selbst verletzt. Das machst du es nur mal. Ja, damit er überhaupt nicht trifft. Sicher ist sicher, oder? Sicher ist sicher, genau. Und ich hab da noch einmal bin ich noch frei. Sixt und wie das? Ja. Und ich werde nicht geschadet dadurch, Shay. Ist doch geil, oder? Super. Ja. Ja? Und schaut's alle. Jetzt Stück für Stück runter. Scheiße. Von 100 ging es bergab. Was meinst du? Nix. Ich hab gesagt, von nun an ging's bergab, das ist so. Oh, ich würde mich heilen. Oh ja, warte mal schnell. Weil wenn er einen Volltreffer, dann hast du gerade ja, Trank. Beere. Trank, Beere. Ja, der Bazi. Oh. 10 KP. Du hast jetzt das KP. Ich verstehe nicht, warum der mich jetzt trifft. Ich hab doch den. Körperpunkte. Vielleicht. Nein, weiß ich nicht. Hat er trifft jetzt? Ah, das ist der Wahnsinn. Warte mal, geht's noch, weil einen Volltreffer werde ich jetzt nicht haben. Hoffen wir mal. Oh oh. Okay. Nein, ich würde mich. Nein, machen fertig, okay, komm. Risk, oder? Boah! Oi, das der hat sich aus Verwirrung selbst verletzt. Boah, 70 EP, oder? Oi, oi, oi. Level 8. Oh. LV8. LV8, ja. Ja, wurde besiegt. Du wenigstens froh über deinen Sieg. 500, nicht schlecht. Ja, 100 oder 500. Ja. Mein Name ist Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Stelle der weltbeste Pokémon Trainer. Peter Shaw, Bob Andrews. Sein. Ja. Aber mal total random, oder? Dann kommt so ein Typ her und sagt, ich weiß, wovon ich rede. Lass uns kämpfen und dann haut er ab. Ja, du hast vielleicht nicht die erste Folge gesehen. So schaut es nämlich aus schon, gell? Das war nämlich der Spanner. Ja, wie soll ich denn die jetzt sehen so schnell, wenn ich jetzt schon bei der Folge 2 dabei bin? Ja, weil du. Man muss sagen, wir nehmen das gerade eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nach dem auf, nachdem die Folge rausgekommen ist. Also ist eigentlich schon berechtigt, dass es eine Zweifel da gerade kommt. Normalerweise hat man da Benachrichtigung aufs Smartphone, dass eine neue Folge der besten YouTuber rausgekommen ist. Der Welt. Ja, wenn man es abonniert hat, oder? Alter! Na schon, ich habe es natürlich abonniert. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Innenstich. So, schauen wir mal. Innenstich. Und? Jetzt neue gehen wir Stadt, oder? Was? Ja, genau, neue Stadt. Neue Stadt, genau. Das war unser Ausgangspunkt. Ja, okay, das war unser erstes. Und da ist der Professor Lind. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen wurde. Hoi. Sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie, du hast gegen einen solchen gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen gesagt?
Jetzt kann man eigentlich jeden Namen der Welt durchgeben, jemanden beschuldigen, aber nicht jemanden nennen. Shogi, du hast ja eine Idee. Ich bin immer nicht so kreativ mit Namen. Drogul. Ja, genau. Petroul. Petroul. Wenn man mich ganz hart unter Druck setzt, dann kommt vielleicht was raus, aber... Was sagst du zu dem Namen? Na, wir haben doch gesagt, wir dissen keine Leute mehr. Ja, das ist ja blöd. Ja, das ist ein blöder Name schon. Ja. Ja, jetzt müssen wir uns wirklich einen Namen einfallen. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja, dann ist das Sepp. Keine Ahnung. Nein. Wir müssen schon... Wir können einen Shogi nennen. Ja, genau, Shogi. Nehmen wir einen Shogi. Nicht wirklich, oder? Mach mal einen Shogun. Shogun. Shogun, dann ist es wenigstens ein bisschen seriöser. Das ist jetzt ein bisschen gefährlicher auch. Ja. Wie er schon so eine gefährliche Stimme hat. Na schon. Shogun mit zwei N. U. Ja, klar. Shogun. Okay. Sein Name war also Shogun. Danke, dass du mir bei deinen Ermittlungen hilfst. Geholfen hast. Ja, ich muss sagen, da ist das Ganze schon etwas realistischer wie dann bei Blau oder so. Wieso? Oder Professor den Namen von seinem eigenen Enkel vergisst. Wie war nochmal sein Name? Wer ist der Lind? Ich bin's. Ah, das ist schrecklich. Oh, um was handelt es sich bei Mr. Pokémons große Entdeckung? Ah, übergib Professor Lind das Rätselei. Oho. Oh, das hier. Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Ei hat dir ein Pokédex gegeben? Ah, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow! Es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Ja, schon drei Level aufgestiegen. Ja. Solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. Ah, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Das erste Mal, oh, das Potenzial. Oh ja, geh doch lieber. Oh, schon wieder der. Schon wieder der. Den kannst jetzt du sprechen, Shogi. Ah. Benutze diese auf deiner Pokédex-Reise. Ah, erhält Pokéball. Ja! Endlich kann man unser Radfahrt kaufen. Um deinen Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf die Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Ah, steck Pokéball in Balltasche. Ja, Beileck. Gut. Jetzt schauen wir schneller zur Mutti. Ja. Weißt du was, aber mir hätte ganz kurz nochmal schnell ins hohe Gras gehen. Vielleicht finden wir Pokémon, fangen wir das noch. Das wäre nämlich so... Sarapi. Oh nee. Erstmal kämpfen. Ich habe dich schon öfters gesehen. Wie viele hast du bereits gefangen? Du willst... Ja, ich... Nein. Nein. In Ordnung. Ja, bla. Ich möchte jetzt zum Abschluss der schon, Folge... Ist schon sehr... was? Dialogintensiv. Ja, was ich machen wollte, ich wollte eigentlich am Anfang der Folge ein Pokémon fangen. Zum Abschluss. Zum Abschluss der Folge, meine ich. Weil jetzt sind wir nämlich schon wieder fast am Ende. Ja. Der Shogi möchte nämlich endlich mal ins Bett wieder. Ja. Oh, ein neues. Geil. Wieso? Ja, das war jetzt wirklich echte Freude vom Shogi, hast du es gemerkt? War Level 2, das war drauf. Ja, weil das halt nicht so kein Raupi, sondern das ist ein Wieso. Hoffentlich macht es nicht ganz kaputt. Ein Wieso. Was der Fanger meinst? Probieren wir es. Ich würde es einfach probieren. Ja, probieren wir es. Wenn nicht, dann ist es ja der Fail. Ja, genau. Beutel. Ah, da gibt es die mehrere in Taschen. Ah, 5 haben wir gleich. Ja, klar. Geil. Und bitte. Oh. Das war immer der Moment. Das ist der zitterndste Moment meiner Jugend. 1, 2. Und auch heute noch. Ja! Toll, Wieso. Perfekt, Wieso wurde gefangen. Das ist der Abschluss von dieser Folge. Ja. Mit der jetzt noch benennen. Nach dem Abonnenten, der wir es benennen. Ich sag mir, den uns nach dem Eli 123 benennen, oder? Ja, machen wir das. Oh, den Pokédex-Eintrag habe ich jetzt nicht vorgelesen, will ich ja nicht vorlesen. Ja, ist halt. Möchtest du dem Wieso einen neuen Namen? Ja. Eli. Eli. Kann man Zahlen machen? Ja, oder? Klar, alles klar, oder? Eli. Ja, doch nicht. Oh, scheiße. Na.
Na, was fuck. Ist das PK und MN? Ja, das ist Pokémon. Ach. Na, das ist blöd. Ja, dann machen wir nur Eli. Dann nur Eli. Eli. Okay. Dann weiß ich, dass er gemeint ist, oder? Ja, Eli, jetzt weiß das. Eli? Genau. Das ist ein Dankeschön. Du bist zwar nicht der Sieger geworden. Du bist zwar nicht der Sieger geworden, den können wir noch mitnehmen, den Kampf. Du bist zwar nicht der Sieger. Nehmen wir Taubsi auch noch mit, oder? Was sagst du, Shogi? Jo. Baba. Ist das Abonnenten-Special, das müsste was Besonderes sein. So, und jetzt beenden wir das Special, ja, also was ganz Besonderes. Jetzt ein Visor gefangen und dann, ach, das Taubsi nehmen wir auch noch mit. Ja, warte mal schnell, das Taubsi nehmen wir auch probieren. Und jetzt kommt der Fail des Tages. Das geht nicht. Ich glaube nicht, so viel Glück kann man nicht haben. Aber es ist Level 2, das bricht nicht aus. Das aber es hat so viel Flattern, Federn. Ja, ja, nee, das wegflattert und? Ja, oh, super! Wir sind die allerbesten. Ja, jetzt lacht's, oder? Ja, schon, Lass uns nochmal 5 Taubsi fangen. So, Taubsi. Ist fürchte. Ja, ich würde Mike nennen. Ja, Mike. Ja? Der hat auch ein Gewinnspiel mitgemacht. Mike. Jo. Mike H. Ja, aber nur Mike, weil wenn man Eli ist, ist er auch nicht machen können. Ja, aber weil, bloß weil wir halt die Buchstaben nicht machen können. Mike. Ja, weil vielleicht haben wir bald einen neuen Mike und dann. Ja, genau, warte mal schnell. Mike. Ja. Mike H. Genau. Ist rechts oben. Dankeschön. Okay, Mike H. Das wäre das okay. Letzte Mal, sei, dass du deinen Namen nachher siehst, weil mit Taubsi spielen wir nie wieder. Da haben wir sicher drei Pokémon haben wir. Okay, wir haben drei Pokémon schon. Was haben wir alles erreicht? Wir haben den Rivalen besiegt, wir haben ihm einen Namen gegeben. Haben das Pokémon-Ei gefunden? Genau, wir haben... Shogis Pokémon-Ei? Ja, Shogis blaues Pokémon-Ei. Das Rätsel-Ei. Das Rätsel-Ei. Und, Mai, was war denn noch los? Ja, das war's jetzt. Teil 2. Ja. Also, es war Teil 2 des Abonnenten-Specials. Und das war auch der letzte Teil des Abonnenten-Specials. Vielleicht spielen wir das noch weiter. Kann aber auch nicht sein. Kommt halt drauf an. Genau. Wie es euch gefällt. Genau. Und wir verabschieden uns jetzt bei unserer tollen Fangemeinde mit einem... dreifachen, kräftigen... Hip-Hip-Hurra. Na, servus. Servus. Bitte euch. Servus miteinander. Führt euch.